Taro, der Dorfältester, hat euch eine Honigwaage gegeben, mit dem ihr ein altes Gora-Leid hier aus dem Versteck im Westen des Dorfes locken könnt. Es wird dann eure Gegner angreifen, wenn es auf sie trifft. Ja gut, das heißt... Ein Monument wird angegriffen! Ach so, das ist der da. So, dann errichten wir mal hier weiter. An die Arbeit! Okay, das heißt, ich habe keinen Zugang zum Aria. Leider. Wir sind bereit. Auf eilenden Schwingen. Der Greif wartet. Hierin schenke uns günstigen Wind. Hierin schenke uns günstigen Wind. Wobei, geht mal raus da. Das Monument hält zum Glück lang genug durch. Gib mir mal einen der Hunde. Gut, kein Aria für uns, aber Aria haben wir genug. Was wünscht ihr? Gebäude wurde errichtet. Auf geht's! Sie sind überall! So, der hat die Handschuhe. Jetzt können wir mal hier hochgehen. Und los! Und das Zelt begutachten. Verfügt über mich. So, weiter hier als Betürmzug leisten. An die Arbeit. Oh, der Bogen sieht nett aus. Wie steht's eigentlich um meinen letzten Jäger? Der scheint immer noch unterwegs zu sein, ha? Huh? Oder bist du das? Nee, du bist der Arbeiter. Ach, da ist der Jäger, okay. Gut. Ja. Der Bogen. Nee, den könntest du theoretisch nutzen. 12 bis 20 zu 12 bis 17. Der hat aber Gift. Was das Ganze besser macht. Okay. Ärmel hoch und los. So, dann gucken wir mal in das Zelt. Ein verlassenes Zelt. Das Zelt durchsuchen. Ihr findet ein paar magere Vorräte, eine Decke und ein zerschlissenes Tagebuch. Das Tagebuch lesen. Die meisten Einträge sind verblichen und unleserlich, aber wir können noch einige lesbare Stellen ausmachen. Erster Sudaninmond. Ich habe die Quelle erreicht. Es ist, wie Taro vermutet hat. Irgendwas verwandelt das Wasser zu brennendem Gift. Ich kann nicht sagen, was es ist. Aber es wird immer schlimmer. Es ist kaum noch klares Wasser bei der Quelle übrig. Immer mehr von dem Gift kommt aus der Quelle. Dritter Sudanin. Irgendetwas steckt in der Quelle fest, aber ich komme nicht heran. Ich glaube, dass dieser Gegenstand das Gift ins Wasser streut. Ich werde mir einen Nagelstock bauen. Vielleicht bekomme ich das Ding damit heraus. Vierter Sudanin. Der Nagelstock ist fertig, aber ein Drachling hat meine Handschuhe gestohlen. Ohne Schutz wird das Wasser der Quelle meine Hände verbrennen. Kaum noch klares Wasser übrig. Siebter Sudanin. Ich komme nicht an den Ursprung des Giftes heran. Das giftige Wasser hat meine Hände verbrannt. Ich kann sie kaum noch spüren. Ich glaube, ich habe Fieber. Es tut so weh. Hätte ich nur meine Handschuhe. Achter Sudanin. Das Ding sitzt einfach zu fest. Rechts runter bin ich schnell genug. Ich fürchte, ich muss aufgeben. Zehnter. Die Hasim haben angegriffen. Ich glaube, sie haben das Dorf umzingelt. Wahrscheinlich sind dort alle tot. Ich bleibe hier, wo es wenigstens noch etwas reines Wasser gibt. Die im Dorf brauchen es sowieso nicht mehr. Gut. Auf mein Kommando. Und los! Folgt mir!
Herr der Rune. Und noch mehr Türme. Gehen wir es an. Gebt das Zeichen. Ja gut, Landsknechte. Ich glaube, die hatten wir eh noch nie ausgebildet. Jawohl. Was sind die Jungs hier? Mit Lanzen bewaffnet und schweren Rüstungen. Also die Vorstufe zu dem Paladin eigentlich. Ich meine, gut, die kosten nur Eisen, kein Aria. Verfügt über mich. Verstanden. An die Arbeit. So, ich baue hier ein richtiges Bollwerk aus Türmen. Hi, Tantaro. Weg! Bleib weg! Das ist mein Wasser! Weg! Ihr seid Tantaro, nicht wahr? Was ist mit euren Händen passiert? Ihr seht krank aus. Nicht näher. Das ist mein Wasser. Ich töte euch. Ich tue es. Ihr sollt die Quelle reinigen, nicht ihr letztes Wasser für euch beanspruchen. Sie kann nicht gereinigt werden. Das Dorf ist verloren. Alle sind verloren. Die Hasim werden sie sowieso alle töten. So lebe wenigstens ich. Bleibt weg. Oder ich schlag euch den Schädel ein. Schon gut, Tantaro. Ich gehe. Ja, geht weg. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich die Quelle einfach reinige, während er daneben steht. Ja, vergiftetes Wasser. Ich kann sie nicht reinigen, er hat den Stock. Hm, Mist. Eine Quelle. Das Wasser, das zwischen den Steinen hervorspult, hat eine grünliche Färbung und verströmt einen beißenden Geruch. Tote Tiere liegen in der Umgebung. Neben der Quelle gibt es einen kleinen Teich, in dem noch frisches, klares Wasser steht. Der Rest des Wassers scheint vergiftet. Wenn ihr in die Quelle hineinblickt, könnt ihr im Wasser einen dunklen Gegenstand sehen, der in den inneren Tiefen der Quelle verkeilt ist. Ihr benötigt ein Werkzeug, um den Gegenstand herauszuholen. Weg! Irrsinniger! Ihr könnt nicht das ganze Dorf opfern. Zur Seite! Ich hab euch gewarnt. Ihr bekommt mein Wasser nicht. Ich mach euch tot. Dann habt ihr keinen Durst mehr. Okay, der ist irre. Bereit. In die Schlacht. Schließt die ein! Oh. Schlagt sie zurück! Alles klar. Schlagt sie zurück! Kann ich dich versteinern vielleicht? Nein, aber ich habe dich schon mal vergiftet. Schlag sie zurück! Hier bin ich! Schon dabei! Ja, er geht, entfernt den Gegenstand aus der Quelle mit Tantaros Nagelstock. Etwas ist in der Quelle verkeilt, was ihr Wasser vergiftet. Benutzt Tantaros Nagelstock, um es herauszuholen, aber seid vorsichtig. Das giftige Wasser wird euch dabei verbrennen, wenn ihr keine Handschuhe habt. Mhm. Oh, da kommt schon der nächste Angriff wieder. Wir sind bereit. Auf eilenden Schwingen. Vorsicht, sie sind hier. Feindkontakt. Verstärkt die Verteidigung! Gut, dann holen wir mal raus. Achso, ich brauche ja erst noch den Nagelstock. Der hat auch ein Sonnenlicht. Und ein Schild. Eine Zeremonienkappe. Ah, die kann ich aber noch gar nicht tragen. Leider noch nicht. So ein Schild trage ich schon. Okay, dann holen wir mal raus. Eine Quelle, das Wasser, das zwischen den Steinen hervorsprudelt, hat eine Verfärbung, bla bla, kennen wir alles schon. Ihr benötigt ein Werkzeug, mit dem Nagelstock nach dem Gegenstand stochern. Ihr tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen.
den Nagelstock nach rechts bewegen. Ihr Tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen. Den Nagelstock nach unten bewegen. Ihr Tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen. Der Nagelstock tackt sich an etwas fest. Als ihr ihn herauszieht, steckt an seinem Ende eine tote Kreatur, die jene beißende Flüssigkeit absondert, die das Wasser vergiftet. Ihr habt die Quelle gesäubert und wie fließt wieder frisches, klares Wasser zwischen den Steinen. Bereit. Gut. Und der H7-Scharfschütze, der spawnt, um nachzugucken, was jetzt die Quelle gereinigt hat, hä? Zeit zu sterben! Schließ die Reihen! Folgt mir! Herr der Rune? Gehen wir es an. Was wünscht ihr? An die Arbeit. So, dann können wir ja die Quest auch wieder abschließen. Ja, Arias sollte gut reichen. Das Wasser ist gereinigt. Ich verstehe eh nicht, warum haben sie ihr Dorf nicht hier unten gebaut? Hier, wo ich jetzt meine Stadt hingebaut habe. Hier hätten sie frisch Wasser gehabt, wären nah an der Quelle gewesen. Hätten nur hier halt eine Palisade errichten und zumachen müssen oder eine richtige Mauer stattdessen. Komischerweise durch die Wehrfestung, durch solche Tore kommt niemand durch, wenn man es nicht aufmacht. Hier bin ich. Gehen wir es an. Weil so Hardcore-Belagerungswaffen gibt es in dem Spiel ja doch nicht. Also ja, wir haben in Shadow of the Phoenix Belagerungswaffen. Also Belagerungseinheiten. Hauptsächlich magische. Gebäude wurde errichtet. Die sind dann doch nicht so heftig, dass sie damit. Wird sofort erledigt. Türme einreißen können. Mauern einreißen können. Wieder zurück? Eure Quelle ist gereinigt. Wir haben bereits wieder frisches Wasser. Ich danke euch. Wo ist Tantaro? Er ist dem Gift zum Opfer gefallen. Seine Ahnen mögen den armen Kerl zu sich nehmen. Ihr habt uns gerettet. Lasst uns euch danken. Das Gift kam von dieser Kreatur. Wisst ihr, was das ist? Eine Beißkrake. Früher, als dies wirklich noch eine Bucht war, gab es sie hier recht häufig. Jetzt leben sie in den tiefen Zisternen unter der Erde. Die Hasim benutzen sie, um ihre Waffen zu vergiften. Also wieder eine Teufelei der Hasim. Elendes Pack. Ja. So, die Aufgabe ist erfüllt. Das können wir leider nicht wegschmeißen. Gut. Herr der Rune? Bin unterwegs. So, was mache ich am besten mit euch? Jetzt, wo wir nicht an die Ressourcen kommen.